Sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein, sicher ans Ziel kommen. Das ist nicht nur das Ziel eines jeden Radfahrers, sondern auch das der Stadt Nürnberg. Neben den bereits geplanten Investitionen in Radwege gibt es aber auch Kreuzungen, die nicht im Plan der Stadt auftauchen. Genau dort kritisierte Mike Bock, der Stadtratsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Stadtverwaltung. Eine dieser Gefahrenzone ist die Kreuzung Ritterstraße-Bucherstraße. Und genau an dieser Kreuzung stehen wir jetzt hier. Herr Bock, warum ist gerade diese Kreuzung hier so gefährlich für Fahrradfahrer? Hier haben wir das Problem bei der Ritterstraße, dass sich die Autos zurückstauen an der Ampel und man als Radfahrer dann relativ weit hinten steht und man nicht den Ampelsprung mitschafft. Das heißt, man steht gerade im Winter dann in den Abgasen der Autos und hat keine gute Möglichkeit rüberzukommen. Radfahrer versuchen dann, sich entweder vorbeizudrängen, was dann auch wieder zu gefährlichen Situationen führen kann, oder weichen eben auf den Gehweg aus, was natürlich auch nicht sein soll. Genau das teste ich. Das große Problem: durch die parkenden Autos kaum Ausweichmöglichkeiten. Der Abstand zu den fahrenden Autos gleich null. Eine brenzliche Situation habe ich jetzt nicht erlebt. Natürlich viele Autos, aber zu den Hauptverkehrszeiten kann ich mir schon gut vorstellen, dass es hier teilweise sehr eng wird. Nächste Kreuzung, nächste Gefahrenstelle. Auch an der Kreuzung Nordring-Kleinreuther Weg kritisiert Bock, dass besonders zu den Hauptverkehrszeiten ein Vorfahren an die Ampel unmöglich sei und der Fahrradfahrer abgedrängt wird. Hier ist aber eine Lösung geplant. An dieser Kreuzung soll jetzt eine Fahrradstraße entstehen, was ja schon mal positiv ist. Aber auch da gibt es jetzt von Ihrer Seite aus Kritik. Genau, also die Fahrradstraße ist Teil einer Radschnellverbindung nach Erlangen, Nürnberg-Erlangen. Das heißt, eine, die hoffentlich dann auch gut genutzt wird. Viele Studenten könnten hier unterwegs sein, aber auch Bändler. Gerade an dieser Kreuzung hier, Nordring-Kleinreuther Weg, ist es so, dass zwar die Beschilderung geändert wird, aber an der Aufteilung des Verkehrsraums jetzt eigentlich nichts gemacht wird. Das heißt, man wartet nach wie vor dann hinter den Autofahrenden. Und da möchten wir darauf drängen, dass hier tatsächlich auch das besser berücksichtigt wird, dass man dann schnell mit einem Ampelsprung auch drüber kommt. Das heißt Radschnellverbindung, und dann sollte man auch schnell unterwegs sein können. Noch in diesem Jahr soll hier die Fahrradstraße entstehen. Dass die Stadt das kann, beweist sie schon in der Pillenreuterstraße, so Bock. Hier können Fahrradfahrer mit genügend Abstand sicher fahren. In Radwege zu investieren, auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe mich mit Radfahrern unterhalten. Die haben mir gesagt, ach na ja, wir haben uns schon daran gewöhnt, dass es hier gefährlich ist. Ich finde, das darf auf gar keinen Fall sein. Vor allem in diesem Jahr ist auch viel geplant. Und wenn geplant wird, dann bitte auf jeden Fall richtig, dass wir alle sicher ans Ziel kommen.